Ein ganz normaler Nachmittag in Köln. Tom versucht sich als Instagram-Rapper. Ey, ey, jetzt wird wieder auf die Goldkette geguckt. Der Boss in der Hut, Arroganz ist bei ihm ein normales Stoffwechselprodukt. Ja, Tom. Ah, je nachher. Tom, was willst du, Frederik? Kannst du mir beim Schrankaufbau kurz helfen? Was für Schrankaufbau? Sehe ich aus wie ein Bob der Baumeister oder was? Ich hab Wichtigeres zu tun. Nein, aber es geht doch schneller, wenn wir zu zweit das machen. Ich kann grad nicht. Ich muss Texte aufnehmen, Mann. Rap Game, das wird meine Zukunft sein. Aber Tom, eine halbe Stunde hast du doch Zeit für mich, oder nicht? Weißt du, was ich in einer halben Stunde alles schaffen kann, was? Bruder? Ich kann den ganzen Songtext schreiben vielleicht. Vielleicht das ganze Album heutzutage. Da muss man viel raushauen, okay? Bro, aber chill mal deine Base jetzt, Mann. Weißt du, ich hab den ganzen Tag schon Muskelkater, nur weil ich den ganzen Umzug alleine mache. Heul nicht rum, Frederik, Mann. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ich muss hier meine Stimme schonen, damit ich rappen kann. Ich werde uns ein Haus bauen später. Aber das kannst du nicht verstehen. Arroganz ist nur ein Nebenprodukt. Das Geld wird gedruckt und die Goldkette geht kaputt. Derselbe Abend. Tom hat einen neuen Text fertig geschrieben und möchte diesen seinem Mitbewohner Frederik zeigen. Einfach hier wird man in Ruhe gelassen. Ich möchte heute ein wichtiges Thema mit euch behandeln. Yo, Frederik! Oh, yo. Ich habe ein paar heftige Lines aufgeschrieben, die musst du aufchecken. Okay, ich muss aber erstmal meine Stimme böser machen. Okay, pass auf. Ja. Für mich seid ihr alle nicht mal richtige Gegner. Euch mit mir zu vergleichen schafft nicht mal Kollege. Das war's erstmal. Du hast Gegner auf Kollege gereimt? Ja, Mann, heftig, oder? Heftig. Warum da? What the fuck? Weil das ein geiler Reim ist. Weißt du was? Du hast gar keinen Plan, Mann. Ich habe drei Fakten für dich übrigens. Erstens, du bist wack. Zweitens, ich habe den längeren. Und drittens, nur weil du vom Battle kotzen warst, bist du lange nicht Eminem, okay? Warte mal kurz, ich habe gekotzt, weil ich mich verschluckt habe, okay? Und außerdem, warum machst du gerade hier auf Musiker, Mann? Du bist doch YouTuber, Digga. Du bist doch nicht für mehr gemacht. Ich habe das YouTube-Game durchgespielt. Meine Fans schreiben, ich habe voll das Talent, Bruder. Ich muss Rapper werden. Okay, gut. Wenn du Rapper bist, sind aber deine Texte auf jeden Fall wack shit, Mann. Wieso? Das ist voll Gangster, Mann. Weißt du, ist okay. Lass uns nicht streiten. Ich kann dir gerne helfen, Mann, wenn du willst. Ich brauch keine Hilfe von dir, Bruder. Als Instagram-Gangster-Rapper musst du alles selber machen. Ich brauch keinen Ghostwriter oder so. Ist ja peinlich, Mann. Instagram-Rapper? Ja, Mann, das... Du checkst gar nichts, kann das sein? Das ist der Zukunftsscheiß. Jeder Newcomer wurde bekannt durch Instagram. Mero, Ferro, Cero, El Mero. Ah, Ferrero habe ich auch gegessen. Zwei Torten habe ich letztens davon gegessen. Richtig lecker gewesen, Bro. Da merkt man einfach, du hast gar keinen Plan von der Materie. Ferrero ist eine Automarke. Ferrero Portofino, Alter. Jeder Rapper schreibt darüber Songs. Ach, mit dir braucht gar nicht zu reden. Ich glaube, der Frederik, der hat sie nicht mehr alle. Ich meine, zuerst will er, dass ich ihm beim Umzug helfe. Ich bin doch kein Bauarbeiter. Und dann macht er sich lustig über die Rap-Szene. Was fällt ihm ein? Der nächste Tag. Um den Instagram-Rapper-Lifestyle besser zu verstehen, hat sich Tom ein paar neue Klamotten gegönnt. Oh, heftiger Style, Bruder. Okay, diese Rapper sehen wie Businessmänner aus. Tom, und deine Frau ist wie bist du Kopf. Das, Tom? Frederik? Warum siehst du so aus? Ich weiß nicht, ich sehe doch heftig aus, oder was meinst du? Goldketten? Gucci Mucci? Das ist der Gangster-Lifestyle. Also neben dir sieht Unge auf jeden Fall wie ein Topmodel aus, weil das geht doch gar nicht klar, Mann. Ich glaube, du hast gar keinen Plan vom Leben, Bruder. Ich bin auch ein Unternehmer, so wie InScope. Und ich bin ein Gangster-Rapper und ich muss dementsprechend aussehen, damit die ganzen Chicks an meinen D wollen. Und du bist eher eine billige Kopie. Du siehst aus wie Slavik Junge, die billige Version, Alter. Beste Werbegesicht. Bruder, du hast keinen Plan. Diese Rapper sehen wie Businessmänner aus und deine Frau ist wie eine Couch. Ich mach das Licht aus und leg mich drauf zwischen uns und Jungs, die andauert nur den Harten bringen. Musst du unterscheiden, so wie Damen binden. Bra, schkischki. Weißt du, vielleicht wär's cool, wenn du da ein bisschen höher machst, so zwischen uns und Jungs. Sowas, weißt du? Vielleicht kannst du ein bisschen R&B so reinbringen, weißt du auch? Nein, Mann. Du hast keine Ahnung, Mann. Ich hab's doch gar nicht so gemeint. Das war nur eine Idee. Also in letzter Zeit verhält sich Tom wirklich komisch. Er lebt in seiner eigenen Welt und Instagram hat ihn wirklich verändert. Ich habe das Gefühl, dass er in so einer Sucht gekommen ist, wie Tanzverbot mit McDonald's. Eine kurze Zeit später. Tom hat sich nun einen offiziellen Instagram-Account erstellt, um seine ersten Clips hochzuladen. Okay, Bruder Jerry, bist du bereit? Können wir aufnehmen? Eine Einstellung noch, Bruder. Los geht's. Okay, pass auf. Ey, jetzt wird wieder auf die Goldkette geguckt. Der Boss in der Hand. Ey, Mann, ey, warum dieses Rumgekreische, Mann? Ich versuche gerade nebenan einen Song zu schreiben, Mann. Wer bist du überhaupt? Das ist mein Kumpel Jerry, Mann. Kennst du ihn nicht? Jerry heißt der? Jerry, Bruder. Warte kurz. Du heißt Tom und heißt Jerry. Ja, Mann, Tom und Jerry. Alles klar, Digga. Alter, das ist nicht witzig, Mann. Außerdem heiße ich Raffaello. Und du meinst Raffaello, oder?
Bruder, wieso verwechselst du immer diese Marke? Das ist eine Gemüsemarke. Ich bin Rafael Herro. Alter. Ah, Gemüsemarke. Warum nennst du dich da nicht direkt Tomatensohn oder Tomatenrapper oder so? Weil du hast ihn gerade beim Rippen so voll das rote Gesicht gehabt. Das würde eigentlich passen, Bro. Also, egal. Sorry, macht weiter, macht ein bisschen leiser und bitte stört nicht so laut, okay? Danke. Das ist kein Plan von Rap einfach, Mann. Jerry, schmeiß den Beat an, Alter. Yo, jetzt ist der Boss in der Hut. Ich hab mit den Tickets geguckt. Ich bin gerade echt nicht im Mut, Alter. Ich komm später. In dieser Situation sahen wir gerade, wie verwirrt Tom eigentlich ist. Er weiß nicht mal, was Raffaello ist. Und wir wissen doch alle, Raffaello ist eine Dating-App für Schwule. Sind Tom und Jerry etwa ein Couple? Okay, Jerry, Bro, ich hab mich kurz gesammelt. Wir können weitermachen. Pass auf, schmeiß den Beat an. Okay, ey, jetzt wird auf die Goldkette geguckt. Der Boss in der Hut. Bro, chill mal ganz kurz. Du siehst aus wie ein Teddybär, Mann. Guck mal, ein bisschen böser, so Tupac-mäßig. So böser Puppen, okay. Genau, richtig. Okay, los geht's. Okay. Yo, jetzt wird auf die Goldkette geguckt. Der Boss in der Hut. Jetzt wird Bro, ganz ruhig, chill. Du musst aussehen, als würdest du das Mike killen wollen, weißt du? Okay, ich weiß, was du meinst. Immer noch dasselbe, immer noch selbstverliebter als früher. Doch da soll vorkommen wie Rede für ihre Schüler. Skill. Digga, das war der Shit. Das war Tupac-Level. Geiler, Digga, Biggie-Level, Mann. Ich weiß. Genau so will ich das sehen, Digga. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Okay. Album kommt, Mann. Das wird das heftigste Album aller Zeiten, Alter. Was ist los, Bro? Ja. Ey, der Frederik nervt einfach ultra krass, okay? Der soll einfach weiter seine mächtigen Lieder schreiben und mich in Ruhe lassen. Er heult ja fast genauso viel rum wie Monte wegen seinen Twitch-Bahn. Nachdem Tom seine ersten Videos hochgeladen hat, kriegt er nicht mehr genug davon und dreht weitere Clips für seinen Instagram-Kanal, was ihn seinem Traum immer näher bringt. Bra, skrr, komm auf meine Street. Gra, gra, bra, gra. Ich komm meine Waffe. Was ist das für ein Lärm, Mann? Was ist das für ein Affentheater hier, Mann? Was laberst du, Frederik? Das ist kein Affentheater. Ich nehme gerade meinen neuen Track auf Instagram. Mann, du machst schon wieder diesen Quatsch, Alter. Quatsch, das ist doch kein Quatsch. Weißt du, was Quatsch ist? Quatsch ist einfach, alles zurückzulassen und auf eine Insel zu ziehen, wo du Steuern sparst und dein Leben lebst und so. Wer macht denn sowas? Ja, wer macht sowas, ne? Weißt du, wie meine Videos ankommen in letzter Zeit bei Instagram? Ja, ich habe gesehen, 2 Likes und 10 Aufrufe. Ja, das ist schon, ich bin schon fast Fame, der Rubel rollt. Okay. Der Laden läuft, Alter. Krass, ja, dann gut, dass du dich Raffaello genannt hast. Warum hast du nicht einfach Raffaello genannt? Das kennt doch jeder. Bruder, was kein Plan, genauso wie die ganzen Leute da draußen. Das ist alles Hater und Neider. Keiner versteht, was ich hier mache. Ich glaube, du hast so viel Chilisauce gegessen, weil deine ganzen Gehirnzellen abgebrannt sind, Alter. Was für Chilisauce? Sowas kann ich vertragen. Ich bin doch kein Gurkensohn. Ich bin immun gegen sowas. Das ist Alpha. Keine Schwäche zeigen. Bruder. Skrr, komm auf meine Street. Skibidi-ba. Ho. Hi. Kannst du gehen? Weil ich kann mich so nicht konzentrieren, ich arbeite gerade. Ich wollte gerade gehen. Skibidi-widi-widi-gibidi-fuck. One in a fucking bit, fiki, fuck. Das wird ein heftiges Album, glaube ich. Wie kann man nur so lächerlich sein? Die Texte machen doch alle gar keinen Sinn. Genauso wie diese Iced-Out-Uhr. Alter, die sieht man doch gar nicht. Es sind schon einige Tage vergangen, doch es ist keine Spur vom Hype in Sicht und Tom fällt in ein tiefes Loch des Selbstmitleids. Mann, das läuft gar nicht gut. Ich habe schon so viele Hashtags benutzt und das ganze Algorithmus-Game durchgespielt bei Social Blade, aber Tom, keiner guckt meine Songs. Tom, wir müssen reden. Ich will vielleicht gar nicht reden, Mann. Doch, ich habe drüber nachgedacht und zwar, vielleicht liegt es gar nicht an deiner Stimme oder an deinem Text. Ja, okay, es liegt schon an deinem Text, aber... Aber was ist denn mit meinen Texten, Mann? Es ist halt nicht so tiefgründig, weißt du, ich meine, du brauchst mal ein neues Thema. Aber ich habe keine Ahnung, was ich rappen soll. Ich versuche über mein Leben zu rappen, aber in meinem Leben passiert nichts, Mann. Weißt du, ich habe ein Beispiel. Ich habe letztens einen Song geschrieben, so eine kleine Skizze in 5 Minuten. Guck's dir einfach mal an, weißt du? Alter, Bro, du hast Talent, das ist heftig, wieso hast du nie was gesagt, Mann? Danke, aber ich hab dir das doch gesagt, ich wollte dir helfen beim Texten, aber du warst ganz in deinem Instagram-Trip und wolltest ganz Instagram-Rapper werden. Hey, ich hab ne ganz geile Idee, glaube ich. Lass uns so ein Duo gründen, wie Capital Bra und Samra, und wir bringen ein Collabo-Album raus oder so, oder vielleicht sogar, ich lass mich mit dem Major quatschen, vielleicht kann ich ein paar Optionen raus, aber sind für dich 5 Album-Optionen okay? Ich kann direkt den Prozess Bro, schreiben. Warte kurz. Ich ziehe mit meiner Freundin wahrscheinlich nach Madeira, das ist so eine einsame Insel, weißt du? Was? Ja. Warum? Deutschland und Steuern. Das war's dann an dieser Stelle. Komplett. Kannst du mir kurz helfen beim Mann!
das heißt doch nicht, dass ich... Warum willst du jetzt... Aber zu Survivor lässt? Ja, alles. Sprachen lernen. Bekannt durch Instagram. Wieso mache ich das Mikrofon eigentlich? Alle bekannten Rapper... Tom und Jerry. Okay, sorry. Ich hab die jetzt erwischt. Oh mein Gott, Gas. Ja, was ist mit Gas los? Digga, was ist denn mit Gas los? Was ist denn mit Gas los?